Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. 4.40 Uhr hat uns die eine Eule gesagt. Dann lass mal machen. 1, 2, 3, 4. Das ist nicht 4.40 Uhr. Was? Ja, da. Die Fackelschein zeigt die Stunde. Achso, da ist schon wieder. Das hier, ne? So. Ach, Quatsch. Hier. Das ist 45, dann ist das hier. Nein. Oh. So. So. Das hier, obwohl ich weiß gar nicht mehr, was Stunden und Minuten sind hier in dem Spiel. So, das. Kämpfer. Oh. Unser 50. Kämpfer. Mi Boxer. Cool. Und ja, wir spielen immer noch Toon Link, junger Link, weil das ist die Triforce Welt. Jetzt können wir mal den Mii Boxer hier spielen irgendwann. Like, hat er perfekt abgeteilt. Der wird 0%. Da ist er am Boden gefallen. Au. Tschüss. Nein, der lebt noch. Auf damit. Ernsthaft. Du kannst ja nicht deine blöde Abwehr mal hier senken. So, jetzt aber daneben. Nope, der wollte mich da runterhauen. Ne? Gibt's doch nicht. So, jetzt aber so zum ersten Mal mit dem ersten Treffer davon getroffen. Boom. Ganz voll unter den. Unter dem Dings gucken, unter dem Rock. Ja, früher haben Helden halt keine Hosen getragen. Link und Marv haben beide keine Hosen getragen in ihren ersten Auftritten. So, wir haben alles hier, ne? Warum kann ich hier nicht rauszoomen? So, Celebi fehlt hier noch. Celebi, da müssen wir rechts holen und dann knöpfen wir uns Dings vor. Ich nehme an, Gennen. Nebelalarm, leichter Dauerschaden für dich. Und Nebel finde ich jetzt nicht so nervig. Also komm. Also noch ein Gegner. Ich glaube, wir kämpfen in der Pikmin-Welt hier. Ja, ach so, weil da ist ja noch einfacher dann. Okay, ich bekomme darauf Schaden, aber der ist schon gleich weg, wenn es so weitergeht. Aber ich dachte, er wäre schon weg. Habe ich ihn wieder getroffen. Er hat sich wegteleportiert. Dann ist er gestorben. Boah. Ich hätte gleich eher machen können. Ey, gibt's doch nicht. Das. Boah. Ja, wir haben ja alles, nehme ich an. Ich gucke trotzdem noch mal nach. Vielleicht sind ja noch einige geheime Sachen drinne, so weiß ich nicht. Ich meine, ich habe auch mit jeder Eule ja gesprochen. Also, wenn sie was verpasst habe, werde ich das schon merken. Wenn ich am Ende nicht alle Geister habe, werde ich das ja merken. Ist aber wahrscheinlich hier. Gut, dann gehen wir auf zu. Und ich bin gerade holen. Sieht so aus. 30. Ja, das hier, ne? Perfekter Reflektor. Nee. Da muss jetzt nicht unbedingt. Ich hätte gerne diesen einen, was ich hier letztens geholt habe, daneben. So, dann gehen wir mal.
Gehe ich hier richtig? Nö, doch. Und das ist, ich nehme an, das kennen. Wissen Sie, diese eine Kombination, die ich gemacht habe, die ich auf Dauer heilt und die ich gegen diesen einen hier eingesetzt habe. Ja, geht schon. Kira, Kaira, was weiß ich, Al-Qaida. Was? So. Du bist, dürfte es eigentlich nicht so ein großes Problem sein. Ich habe dich mal mit junger Link schon bekämpft und da war es jetzt nicht so schwer, aber ich schön über dich springen kann und den er machen kann. Oh Gott, das halt mich hier hoch, ey. Meine Schilder, das ist auch gut. Ja, das. Ich habe schon gedacht, dass das nicht so schwierig wird. Okay, der macht schon Schaden, aber. Ich habe Autoheilung und ich heile mich mit Schild. Wenn ich Abwehr. Ja, der Angriff ist ein bisschen doof. Aber ich kann einfach über dich springen und den hier machen. Und so Face. Boah. Wenn ich darüber nachdenke, wie schwer wir uns getan haben gegen Rathalos, ne? Dagegen ist das hier ja Kindergeburtstag. Merkt man erst, das liegt alles wegen den Wissensjuwelen und den Geistern. Ja gut. Muss man nicht in einem Zelda-Spiel irgendwie den Kopf hier, oh Gott, der haut mich hier noch aus, pass auf. Den Kopf, sein Schwert in den Kopf von Ganon reinstecken, weil war nicht in diese Form, ne? Aua, weil er haut mich hier noch aus, pass auf. Boah, ich dachte, ich habe geblockt. So, zum Glück heilt einen hat so richtig. Na, oh, ehrlich. Gott. Au. Oh, jetzt habe ich nicht raus in den letzten Sekunden. Komm schon. Hab gerade Lust auf so ein Bullshit. Oh, komm her. Tschüss. Huja. Gut, aber hier ist erledigt. Sehr gut. Wir haben Ganon bekommen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Menge Sachen. Gut, kennt ja, wir kriegen Zeugs, wenn mal Gegner besiegen. Ja, hat bestimmt irgendwie seinen Sinn, dass wir halt gemacht haben, ne? Also zeig mal. Das Land der Finsternis. So, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier alles geschafft haben in diesen Dingen. Vielleicht warten da noch ein paar Geheimnisse, die irgendwann mit den Uhren zu tun haben, kann sein, aber lassen wir erstmal. Kann ich irgendwas Besseres holen? Mach beim Stash aufladen, katapultierresistenter. Was macht das hier? So langsam werden wir richtig mächtig. So, Gruppe ändern. Wir sind ja raus. Jetzt holen wir uns einen anderen. Ich weiß ja genau wen. Wobei ich ja schon alles gemacht habe, ne?
Ja, Niro. So. Dürfte auch witzig werden. So sehe ich aber nicht aus. Aus hier. Und jetzt glaube ich den Stern jetzt, ne? Aber das sagt einen, glaube ich, nicht, dass man alles erledigt hat, sondern wenn man irgendwie nur das Hauptding da erledigt hat. Weil einige Sachen, ey, habe ich da erledigt, ne? In dieser anderen Welt des Lichts und da waren trotzdem noch Sachen übrig. So, was war das hier nochmal? Es brennt der Boden, verursacht schwierigen Schaden. Okay, dann holen wir uns. Ich habe schon wieder verpasst. Ich verpasse es andauernd. So. So, die sind stark dagegen. Ne. Da holen wir uns lieber. Ja, so, perfekt. Aiko, Entei und Suisun. Suisun, nehme ich mal. Ja, da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, nachdem ich einmal verloren habe. Alter. Also gucken, was ich überhaupt noch mal kann hier mit dem Mii-Kämpfer, Mii-Boxer. Das hier kann ich. Und ich heile mich ja mit dem Schlag, weil das gut. Das ist gut. Ja. Aber wenn die alle so auf mich losgehen, ne, ohne mir ein bisschen Abstand zu lassen, ist natürlich sehr nervig. Aber natürlich kommt Pikachu und versaut mir das. Meine Ultimate ist gleich fertig, aber ich glaube, die machen mich eher Platz. Nein, von allen musst du mich natürlich erledigen, ne? Hast du Fuego so sehr, ey. Er kann einen so schnell raushauen. Komm. Na, guck dich da an. Boah, gibt es jetzt einfach nicht. Pikachu ist auch größer, habe ich so ein Gefühl, oder bin ich mir nur ein? Also, dann habe ich mal hier raus. Deshalb, wenn die alle so nah an einen herangehen, andauernd, ey. Das ist überhaupt bloß in null Übersicht. Was? Boah, was ist das? Oh, eine richtig bescheuerte Kombination hier. Oh. Oh, verpiss dich. Oh. Mein Gott. Der hat sie rausgehauen, gut. Komm her. Geh raus, komm. Tschüss. So. Jetzt komm du her. Ich tue mich mit jedem Schlag ein, geil. Der ist immer noch am Leben. Dann mache ich das nochmal. Oh, Finisher. Ja, voll bescheuert. Der haut einen nach unten. Geil, da muss er erst vom Boden abprallen und dann nach oben rausfliegen. Aber der ist ja voll dämlich. So. Wir haben mehr Trägefalo und da ist ein, ich würde sagen, Monster. Da ist ein Kämpfer. Erhöhte Angriffskraft für Gegner. Ich wusste es. Ich habe sowas von gewusst.
Was können wir mal mehr von den Angriffen sehen, die ich mal gemacht habe? Den haben wir noch gar nicht gesehen im Mi Boxer, ne? Oh. Ah, Kontergriff. Da rührt er einer, warum macht er das? Warum? Ja. Weil wir die ganze Zeit hier Flammenblitz spammst, du Idiot. Warum machen die das? So dämlich. Glurak, computergesteuerte Gegner sind voll dämlich. Schida, Marvs Olle, Sturmwarnung. Der Gegner ist schneller und leichter. Anti-Sturm. Wird wieder so was richtig Nerviges, ne? Eieiei. Den Kampf kenne ich, glaube ich, von Dings hier, von Geistertafel. So wie fast jeden anderen Kampf. Boom. Ich konnte nicht kontern. Ihr seid leichter, das heißt, ihr fliegt schneller raus, ne? Das ist ja überhaupt kein nerviger Kampf, ne? Also wenn die wenigstens auf mich losgehen würden, ne? Ich dachte jetzt, ich schaff das nicht. Ja, jetzt schaffe ich das wieder nicht. Oh ja. Wenn ich wieder aus Versehen an mein Ding hier rangekommen bin, an mein Schild, dann bin ich in der Luft ausgewichen, dann dauert es wieder eine Million Jahre, bis ich mich retten kann. Dann bin ich natürlich wieder rausgeflogen. Ja, so was passiert halt, ne? Ich mach bei dich alle hier. Ist noch Nerven, dein Umgespringe. Boah, lief gerade viel besser. Boah, ich will dich greifen und der greift mich natürlich. Boah. Boah, das gibt's doch nicht. Nein. Oh mein Gott. Weil ich dachte, ich würde da an der Kante bleiben. Boah. Gibt's doch einfach nicht, ey. Ah, 4-Sterne-Kämpfer. Aber ist halt noch nicht mal schwer. Das ist echt nicht schwer. Die eine springt wie eine Blöde die ganze Zeit rum. Er geht auf mich los. Warte, bis ich hier Ei kriege, ne? Aber schon sagen, Junge, na komm her. Wir haben beide, an dem Gaun. Gibt's doch jetzt einfach nicht, Mann. Ich treffe die irgendwie nur mit denen angefangen, habe ich so ein Gefühl. Junge! Ja, du bist meine Ultimate. Fertig ist, ne? Mach ich euch platt. Da kommt her. Nein, oh. Nein! Boah, spring doch runter zu mir, Mann. So, ich habe schnell zugehauen. Was machst du jetzt? Guckst du denn an? Wenn mich so bei springenden Gegner aufregt, ne? Das sieht immer so aus, als würden die gar nicht gegen mich kämpfen wollen. Und dann hauen die mich auch noch weg. Weil sie versuchen gar nicht gegen mich zu kämpfen. Weil das sieht jedenfalls nicht so danach aus.
Und das schafften die auch noch zu gewinnen. Bin ich voll dämlich, ey. Nein, boah, Junge. Wie kann man da so oft dieser Blocken ausweichen, ey? Dieser Blockfähigkeit. In die Fresse. So, haben wir leider Orientons. War die nicht sogar auch eine Hauptcharakterin? Also die Hauptcharakterin, nee, ich glaube nur Marv, ne? So, oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich habe schon keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Na gut, komm her. Boom, mal damit getroffen, gut. Ja gut. Dreck. Da leg ich mir diesen Posen auf sich. Ich meine, im Trailer, als der vorgestellt wurde, hieß doch irgendwie so, nach jedem Angriff Poster, was ja auch der Fall ist, aber was macht das? Das weiß ich nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Ich liebe diese Kombos. Die sehen voll stark aus, ey. Hamburger, einer. Ja gut. Vorher kämpft noch mit dem, werden wir nie steuern. Spoiler. Dark Lariat. So, hier haben wir alles erledigt. War es das hier schon? Oh, war schon hier. Okay, gut. Warte mal. War schon hier? Okay. Cool. Dann haben wir alles hier erledigt, ne? Wir gehen alles hier sehr, sehr gründlich ab, damit wir auch wissen, wo müssen wir noch hin, wo haben wir schon alles. Aber wir haben anscheinend jetzt hier alles, ne? Gut, dann gehen wir mal in eine andere Richtung. So, hier alles erledigt. Dann gehen wir mal nach rechts, da sah ein bisschen komisch aus. Ach, da ist ein Kämpfer noch. Glaube ich. Ich glaube, da zeichnen wir Kämpfer, ne? So, hier haben wir alles. Da sind noch 2, 3, 4. Rest und da ist eine Dings, ne? Dann, ach, wie komme ich jetzt nochmal dahin? Ich mich extra hier nochmal hier. Ich glaube hier, ne? Nö. Und hier, gut. Weiter. Ich will noch gar nicht wissen, wie diese eine Dungeon da von innen aussieht. Wir erst mal hier so lang. Meta Knights. Gegner hat im Kampf Verstärkung. Ja, super. Gegner startet mit einem Schnitter. War nicht schon mal versucht, Alter. So, ich habe einen Schnitter. Was machst du jetzt? Die will ich haben. Alter. Und das war's. Die hat mich auch noch irgendwie getroffen. Wow, das war einfach. Cool. Schön. Oh, Hallöchen. Ich spare uns irgendwann mal auf. Habe ich da noch gelesen. Oh, ich habe schon wieder verpasst. Aber ich habe keinen Stromding. Oh. Ah.
Oh, blaues. Ich habe mir noch kein Set dafür gemacht. Oh Gott, Pichu. Pichu wird riesig. Ja, da haben wir Platz. Shoryuken, Shoryuken. Haben sie zu diesen Angriff ein? Ich bin noch gar nicht auf dieser Plattform, Mann. Oh Gott, war eigentlich aufheben. Dusch. Hat sogar gereicht, sehr gut. Komm, voraus. Gut. Was ist hier? Da ist eine Truhe. Ach. Feueratem für Gegner, Metallverwandlung für Gegner. Dingens, Metallverwandlung, dagegen habe ich doch was. Viridis, glaube ich, gegen Metallgegner. Wo ist sie hier? Und Spezialattacken. Dann holen wir uns jemanden, der kontern kann, weil Feueratem. Da habe ich ja gar keine Lust. So. Dürfte funktionieren so. Metal Ridley, Omega Ridley. Alter, hat er viel. Gott, da bist du so blöd und landest da unten noch. Das ist überhaupt nicht nervig. Ja, dann leitet den ganze Zeit da drin, da rein. Ja, läuft perfekt. Oh mein Gott. Gebiet sieht irgendwie so ein bisschen aus wie hier wie Mustafa im finalen Kampf von Obi-Wan und Anakin, wenn ihr mich fragt. Oh, hi. Noch besser. Ich wollte eigentlich nur die Truhe haben. Lern Juwelen. Dann haben wir da Lucina, passend. Steuergard kommen. So, 87. Davon kann ich doch bestimmt mal Geiles kaufen, ne? So, ich habe ja nicht mehr Notfall-Dingens, ne? Also, ich starte ja jetzt nicht mehr mit Nachteil immer. Vielleicht wäre das eigentlich nicht schlecht. Metallschreck. Hm, da müsste ich nicht extra was ausrüsten, aber... Schlag-Items, also... Auch Schwerter und so, ne? Nehmen wir das mal. So, und dann... Eigene Smash-Angriffe treffen. Die Treffen heilen dich. So, meine Frage ist natürlich, tut das jetzt mit Dings sich verbinden oder nicht? Mit meinen Geistern. Keine Ahnung, aber ich will das. Gut. Bin jetzt gegen Sturm resistent ein bisschen. So. Meine Tochter, was ist los mit dir? Warum bist du böse? Ich komme aus der Zukunft. Hey, wie kannst du es wagen? Müssen wir mal Nieren beibringen. Da, kannst du es wagen zu kontern? Kannst du es wagen, nicht anzugreifen, während ich konter? Komm gefälligst her, Mädchen. So.
So, jetzt kann ich mal testen. Sind Schlag-Items jetzt stärker? Boom. Dreck, jedes Mal hau ich daneben damit. Außer wenn ich volle Möhre treffe damit. Auch hier schon. Lass ihn nicht an, sind wir. Die gehören Papa. Familienkampf 2019. Wie kannst du es eigentlich wagen? Wolltest du schon wieder machen? Ich habe die mal gepostet. Ja, tu niemals. Tu niemals deinen Gegner den Rücken zu wenden. Das habe ich dir beigebracht, Lucina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdammt. Krieg ich noch irgendeinen Gegner down? Irgendeinen leichten? Mir fehlen, glaube ich, nur zwei Dinger. Hi. Okay, vielleicht nicht. Lass mal. Gut. Wo kann ich ein paar kaufen? Noch, da wäre jetzt natürlich richtig gut. Dieses Gesicht von Donkey Kong. Na schon. 5 Stück kaufen. Na, 30% weniger. Riesenschreck. Ja, warum nicht? Kaufen einfach mal. Aber ja, damit das weg ist. Also verkauft mal ein paar Lernjuwelen. Die sollten irgendwie so angezeigt werden. So, die werden ja durch die Taschen angezeigt. Man weiß ja nie, ob das irgendwie Snacks sind oder Lernjuwele. Also mal, sollten die wirklich irgendwie so anzeigen lassen, wie das halt gemütlicher ist, ne? So, dann raus hier. Boom. Wir haben 52 Kämpfer gerettet. Cool. Das heißt Meilenstein. 50 Kämpfer. Elmar. Gut. Fehlen noch einiges. Noch 23. Gewinne sämtliche Kämpfe. Er hat sämtliche Abenteuer gehabt. Davon sind wir jetzt auch nicht mehr so weit entfernt, wenn ihr mich fragt. Also. Nichts Neues. Du bist neu. Ich habe voll viel Geld, merke ich gerade. Master Sabres. Ach, da ist euer Boss hier von links. Master Beast. Gut, den Golem haben wir, glaube ich, schon davon. Wieso habe ich so viel Geld? Dark Matter. Alles klar, dann war es das für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Abenteuermodus und gucken, wie wir so vorankommen, ne? Ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.